Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch herzlich willkommen zur 11. Folge Transportiva 2. Wir leben noch und wir kommen ganz gut zurecht. Wir genießen hier gerade direkt zum Einstieg eine wunderschöne kleine Fahrt mit unserer allerersten Tram, wie die wir in der letzten Folge gebaut haben, während dort vorne rücksichtslos unsere LKWs über die Kreuzung brettern. Und wir sind heute im Teil 2 der Linienverbesserung, nenne ich es mal. Wir haben immer noch ein paar Sachen, die noch nicht so gänzlich rund laufen, abgesehen von unserer Tram hier natürlich. Und die würde ich gerne in der heutigen Folge mit euch angehen. Mir sind nämlich ein paar Sachen aufgefallen. Erstens, dass wir hier eine ziemlich schlechte Verteilung angeht, was die Ziegel angeht. Das liegt auch daran, dass hier nicht ausreichend Stein hinkommt. Und das müssen wir ein bisschen aufbocken. Jetzt haben wir hier einen Zug, der fährt gerade zurück mit 80 km/h. Den würde ich gerne erweitern, indem wir hier jetzt noch ein paar 80 km/h Container dran werfen. Und die Kapazität einfach verdoppeln für 1,5 Millionen. Das dürfte ziemlich, ziemlich stark dazu beitragen, dass wir hier viel mehr Ziegel haben. Dann stört es mich, dass wir für beide Linien die Ziegel hier auf der linken Linie haben. Wenn man das nämlich jetzt sieht, sieht man, dass wir sowohl die Linie Richtung Lützelhausen als auch die zum Verteilzentrum, die sind beide auf der Linie 3. Ich will aber lieber, dass das Verteilzentrum hier auf die Linie 2 fährt. Und jetzt sieht man auch, dass das direkt aufgesplittet ist. Und vielleicht kann das schon direkt dazu beitragen, dass hier wesentlich mehr Ziegel landen. Mein Ziel sollte es sein, dass wir jetzt hier hinten, was ist das? Ah, das ist Werkzeug. Dass wir hier jetzt so viel Stein wegholen, nämlich das Doppelte, dass wir auch den Zug ausbauen können, der hier gleich hinkommt und die Ziegel hier abholt und Richtung Verteilzentrum bringt. Also, dass wir einfach wesentlich mehr Durchlauf hier hinten haben. Pinnewerkzug Ziegel, okay, 120 Einheiten Ziegel liegen hier. Ach du grüne Neune, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was verbessern. Das ist noch, da liegt definitiv zu viel und der hat jetzt 600.000 gebracht. Das ist schon echt eine Hausnummer. Und jetzt haben wir hier auch schon wieder 40 liegen. Ich weiß gar nicht, wie viel kann der mitnehmen? 72, okay. Und jetzt haben wir hier 114. Und wie viel kann der mitnehmen? Nur 16. Nee, das geht nicht. Der fährt mit 80. Das ist mir zu wenig. Bocken wir den auch mal auf 40 auf, sodass der wesentlich mehr hier hinbringen kann, weil das Ding hier auch immer relativ schnell leer ist. Die haben jetzt auch nicht so einen exorbitant großen Transportweg für die Ziegel. Was natürlich nicht schön ist, ist, dass wir aktuell hier... Oh nee, doch nicht, wir fahren hier durch das Industriegebiet durch. Ist jetzt doch nicht so dramatisch. Aber ich denke mal, dass wir damit schon ordentlich mehr hinbekommen. Jetzt haben wir hier schon 72 Ziegel in dem Zug drin. Das heißt, wir werden hier gleich hier richtig ordentlich Geld einnehmen. Und der kommt hier jedes Mal mit seinen 80 Steinen an. Und hier ist immer noch mehr, als wir abtransportieren können. Das heißt, auch da müssen wir uns keine Gedanken machen. Und der ist noch eigentlich überhaupt gar nicht ausreichend. Aber ich denke mal, damit haben wir auf jeden Fall einen Grundstein gesetzt, dass wir hier wesentlich mehr an den Start bringen können. Und man sieht auch richtig, wie das hier losschießt. Und wie die Zahlen direkt steigen, was hier abtransportiert werden kann. Wie sieht es jetzt hier hinten in Lützelhausen aus? Wir haben hier 15 Ziegel und da kommen die nächsten 56. Und wir haben hier 60%. Okay, das ist jetzt okay. Ist jetzt nicht das Allerbeste und den größten Schwung, den wir hier machen. Aber es könnte schlimmer sein. Jetzt gucke ich mal gerade kurz, weil ich hier eine Lebensmittelfabrik und eine Farm entdeckt habe. Hier hinten. Ist das nicht die Stadt, in der Steinwall angefangen hat? Doch, ich glaube schon. Hier haben wir die Steine, hier haben wir die Ziegel. Ich glaube, das war die Steinwallenstadt hier. Wenn ich mich nicht gänzlich irre. Aber okay, lassen wir das erstmal so. Gut, das heißt, das haben wir jetzt hier. Hier kriegen wir wesentlich mehr Ziegel hin. Hier haben wir jetzt auch schon wieder über 50. Das heißt, wenn gleich der Ziegelzug zurückkommt, dann geht es hier richtig los. Wie viel haben wir hier? 74. Und der holt jetzt die nächsten 40 hier ab. Und dann ist das hier der Ziegelzug. Nee, das ist Werkzeug. Wer ist das hier? Das ist der... Ah, das ist der Ziegelzug. Okay. Hier müssen wir vielleicht am Ende doch noch wesentlich mehr mit Signalen arbeiten, dass die Züge nicht so lange Wartezeiten haben. Aktuell ist das vielleicht noch nicht so ein großes Problem. Langfristig gesehen müssen wir da aber auf jeden Fall was gegen tun. Okay, und jetzt haben wir hier noch 40 Einheiten liegen. Und... Ah, nee, das geht nicht. Wie viel haben? Ein Fahrzeug habe ich nur auf der Linie. Da können wir jetzt aber noch zwei weitere draufpacken. Schauen wir mal. Ja, jetzt ist hier auch schon wieder voll bis oben hin.
Na, jetzt kriegen wir das hin. Ich denke mal, mit den zusätzlichen Fahrzeugen dürfte das kein Problem sein. Ich finde es übrigens cool, wie die Städte wachsen. Und dass wir mittlerweile in all unseren Städten schon die ersten Hochhäuser begrüßen dürfen. Ist ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob das ausschließlich an der Modifikation dieses Städtewachstums ist. Das ist, glaube ich, eine der drei Modifikationen, die ich aktiviert habe. Okay, das passt auch. Hier auch schon wieder 80 Steine. Den könnten wir natürlich jetzt auch noch beschleunigen, aber ich glaube, dann kommt unsere Ziegelfabrik nicht mehr her. Also lassen wir das erstmal. Wie sieht es hier aus? An der Werkzeugfront 29 Werkzeuge. Und er kommt zurück. Das heißt, hier haben wir tatsächlich noch Luft nach oben. Und die Luft, die ich sehe, ist, dass wir hier doppelgleisig fahren ab jetzt. Duplizieren wir den. Komm und mach kehrt. So, jetzt fahr hoffentlich auf die richtige Seite noch einmal rüber. Mach das. Yes. Kommt der andere schon zurück? Ja, okay, die sind jetzt nicht ganz aufeinander abgestimmt, aber sie kommen sich auf jeden Fall nicht in die Quere, denke ich mal. Jetzt fährt er rüber, wunderbar. Und der kommt an. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt auch den Durchsatz mal verdoppelt. Das heißt, wir können gleich wahrscheinlich auch den Werkzeugstand hier vergrößern, beziehungsweise den Zug erweitern, der die Werkzeuge hier oben bringt. Mit 29 von 56 bekleckern wir uns da tatsächlich nicht mit Ruhm momentan. Jetzt haben wir hier nie genug Treibstoff. Das heißt, die 70 Einheiten Treibstoff kommen an und dann sind die auch schon direkt aufgebaut. Das heißt, wir sind hier auf 50% in beidem. Wir haben hier viel mehr Potenzial, das Ganze auszubauen. Pinnewerk, okay. Ich brauche jetzt auch Brot. Ah, und jetzt sieht man schon, wie sich hier die Strecken langsam aufmachen. Wir haben hier oben noch Brot, was benötigt wird. Das können wir ja sogar hier herstellen und von Lützelhausen hierhin transportieren lassen. Was natürlich jetzt doof ist, ist, dass Ziegel und Brot natürlich nicht den gleichen Anhängertyp haben. Werkzeuge und das, okay. Aber wir könnten nichtsdestotrotz hier oben Brot herstellen. Und das von dem Bahnhof aus hier rüber transportieren lassen. Wir haben ja die Strecke hier. Oder wir machen noch einen zweiten Bahnhof hier hin. Wir haben ja hier eher eine Art Frachtbahnhof, wo wir durchfahren können auch. Und dann könnten wir hier hinten noch einen Bahnhof hinsetzen. Und hier auch noch einen Bahnhof hinsetzen für die Stadt dann. Müssen wir mal gucken. Wir brauchen hier oben sowieso eine Brotproduktion. Wir haben ja aktuell nur einen hier unten. Und die wird schon genug zu tun damit haben, die Stadt und die Stadt hier mit Brot zu versorgen. Wir haben ja hier zwar auch noch eine Bäckerei, aber da haben wir aktuell noch keinen Bauernhof dran angebunden. Müsste man mal gucken, ob man nicht vielleicht sogar den hier quasi querfahren lässt und dann vielleicht mit einer Brücke hier rüber fährt einfach. Könnte man machen. Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, hier noch eine zweite Fabrik aufzusetzen. Das Doofe ist, dass man die Waggons nicht in beide Richtungen nutzen kann mit Gütern. Aber wir hätten dann hier das Brot. Hier das Brot. Hier brauchen wir auch Brot. Und wir haben hier hinten erst wieder eine Bäckerei. Das heißt, wir könnten das Brot auch von hier aus Richtung Neidenfels bringen. Ich habe mir übrigens vorgenommen, in der nächsten Folge wieder ein bisschen Umbenennung zu machen. Also, falls ihr noch Städtevorschläge habt, immer her damit. Ansonsten springe ich in die alten Vorschläge rein und suche mir da noch zwei, drei passende raus. So, jetzt gucken wir noch mal kurz hier rein, wie es aussieht. Dann schließen wir die nächste Strecke an. Okay, hier geht's voran. Hier sind wir jetzt bei 20. Der fährt fast voll dieses Mal wieder. Okay, das gefällt mir. Und man sieht auch, geldtechnisch legen wir auch ordentlich los. Haben wir schon bessere Straßenfahrzeuge bekommen für Passagiere. Das ist übrigens auch ein Vorhaben für die nächste oder übernächste Folge. Ich würde gerne eine Busstrecke bauen. Ich weiß, wir haben erst 40 km/h Busse. Aber ich überlege, ob wir Bayerischzell und Ingolstadt mit Bussen verbinden. Ich finde, die Strecke ist jetzt nicht so weit. Ich finde das hier ganz nice. Wir haben ja mittlerweile auch Zugriff auf die schnelleren Straßen. Hier sieht man schon, jedenfalls etwas. Und ich hätte richtig Bock darauf, die zwei Städte mit Bussen zu verbinden. Das würde für mich folgendermaßen aussehen, dass wir irgendwo hier, vielleicht sogar in der Nähe des Bahnhofes hier, einen Busbahnhof bauen. Und die Möglichkeit bieten, mit dem Bus hier rüber zu verlegen, sodass wir hier erstmal keinen Zug hinbauen. Langfristig vielleicht schon, aber das ist so meine erste Idee. Nur da schon mal als Input. Aber jetzt springen wir hier hinten nochmal auf die Strecken drauf und modernisieren ein klein wenig, bevor wir hier
alle Sachen vergessen. So, das haben wir, das auch. Okay, 90 haben wir jetzt hier schon und 200. Jetzt können wir den hier auch modernisieren. Den ersetzen wir noch schnell. Bocken den auch auf. Das Krokodil. Jetzt kommen langsam die richtig schönen Züge dazu. Aber natürlich 6 Millionen, ne? Und 1 Million Unterhalt. Muss man auch erstmal reinwirtschaften. Nehmen wir den. Und jetzt brauchen wir die Cargo-Sachen für die Ziegel. Jetzt haben wir ihn ja... Wie viel hat der? 56 hat der und der fährt 50 km/h. Der hat 48 und fährt 80 km/h. Ja, haben wir ja schon fast verdoppelt. Hoppla. Das heißt, wir können das ruhig erstmal mit den 3 Millionen wagen. Machen wir auch. So, der dürfte jetzt auch deutlich schneller werden. Und dann haben die hier drüben auch ein bisschen mehr zu tun. Und jetzt werden wir das Brot... Wir haben hier die Brotstrecke. Das heißt, ich könnte eine zweite Schiene hier nehmen. Oder hier nochmal eine neue dran setzen. Die könnte hier lang fahren und dann könnte ich hier nach rechts abweichen. Und quasi die Stadt quasi umkreisen an der Stelle hier. Oder ich biege direkt hier ab und fahre hier über den Fluss und fahre dann hier weiter. Bis ich dann hier in der Strecke drin bin und gehe ich dann auch hier an den Bahnhof dran. Eigentlich habe ich da keine Lust drauf. Aber alles andere wäre auch Quatsch. Natürlich müssen wir hier an den Bahnhof dran. Warum sollten wir den in die Stadt reinholen? Nee, das machen wir. Ihr seht schon, jetzt mittlerweile muss man anfangen, ein bisschen mehr nachzudenken. Und da ich jetzt auch nicht immer unendlich viel Zeit habe zwischen den Folgen, müssen wir das gemeinschaftlich hier, während ich spiele, tun. In der Hoffnung, dass ihr mir noch halbwegs folgen könnt und ich nicht zu konfus schreibe. Das Ding können wir hier noch doppelt machen. Das gleiche, die gleiche Option lassen wir uns auch hier auf der Seite. Das heißt, hier gehen wir ran und wir ziehen direkt mal, damit ich es nicht vergesse, hier auf die Seite auch schon eine. Für mich als Platzhalter, dass ich weiß, dass ich die Strecke hier auch noch doppelt machen wollte. Und jetzt bleiben wir hier dran, so bis hier. Und jetzt gehen wir hier auf die andere Seite schon rüber, würde ich sagen. Ich brauche hier unten auch nicht wirklich... Ah nee, doch, das brauche ich noch. Das Ding war hier zu, die müsste ich neu machen, um den Seeweg hier unten hin, frei zu machen. Was ist das denn jetzt für eine Rucklei? Und dann haben wir hier auch noch den Zipfel zu mit dem blockierten Seeweg. Das heißt, wir sollten vielleicht versuchen, den Seeweg jetzt hier nicht gänzlich zu blockieren. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So, wie hoch sind wir jetzt hier? So, das ist aber hoch genug, glaube ich, dass man da durchpasst, oder? Doch, da passen die Schiffe auf jeden Fall durch. Ah, okay, jetzt ist blockiert, jetzt ist es nicht mehr blockiert. Okay, so rum wollte ich es haben. Wir haben natürlich jetzt auch ein bisschen Steigung drin und ein bisschen abfallendes Gefälle, aber wir sind mittlerweile bei Zügen angekommen, dass das jetzt nicht mehr das größte Problem sein sollte. Also hoffe ich einfach mal. Hoppla. Nee, du bleibst schön überirdisch. Und jetzt fahren wir hier am Flussufer entlang, da wo wir möglichst ebenerdig bleiben. Ist natürlich auch eine Strecke, die wir hier wieder zurücklegen von der Brotherstellung, ne? Aber ich glaube, das ist sinnvoller, wenn wir den Bäcker hier oben benutzen, den wir hier noch an der Stelle haben. Hier werden mit Sicherheit bei der einen oder anderen Stadt auch noch Brote dazukommen. Das heißt, wir werden die Brote nicht hier runterkarren. So, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir gleich gucken, wie wir das hinkriegen, dass ich da rankomme. Okay, jetzt sind wir an der Strecke hier rangedockt. Und dann brauchen wir natürlich noch die Einfuhr, dass wir damit reinkommen.
und uns hier reinkämpfen können. In diesen Bahnhofsbereich. Wieso lässt er mich hier nicht rein? Ah, doch, macht er. Okay. Das heißt, wir haben rein theoretisch die Verbindung, dass wir da hinkommen können. Das heißt, wir könnten jetzt anfangen, Brot von hier hinten bis hierhin zu transportieren. Dazu müssen wir das Ding natürlich auch erweitern. Dürfen wir nicht vergessen. Güterplattform. Machen wir die hier auch mal noch einen Ticken länger. Da wird mit Sicherheit noch mehr Werkzeug hinzukommen. Okay, jetzt haben wir die Plattform hier schon mal. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch die Entladestation. Doch, ein einziger braucht Brot aktuell. Hätte ich vielleicht mal nachgucken sollen, bevor ich das baue. 6 Einheiten Brotbedarf für eine Strecke, die 38 Kilometer lang ist. Aber das wird wachsen. Das wird wachsen, Männers. Ich sag's euch. Und Frauen. So. Hier. Dann bitte. Den hier. So, nennen wir es Sindo LKW Lebensmittel. Haben wir. Brauchen wir da natürlich noch einen drauf. Der soll warten, bis Lebensmittel da sind. Und mehr als einen einzigen, brauchen wir da auch gar nicht aktuell. Da sowieso nicht mehr kommen wird. Das kann ich euch jetzt schon sagen erstmal. So. Jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Terminals. Perfekt. Die sind hier und die sind hier. Das heißt, hier haben wir Werkzeuge und hier haben wir Lebensmittel voneinander getrennt. Gut, gut, gut. Dann kriegen wir da auch schon mal keine Stauprobleme. So, jetzt brauchen wir natürlich noch. Den Lebensmitteltrack. Jetzt war ich gerade kurz verwirrt. Ich dachte, ich hätte gerade eine falsche Linie gezogen. Der fährt, ne? Ja, das passt, das kriegt er hin. Müssen wir mal gucken, ob wir... Ich glaube, hier werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge umbauen müssen, weil hier jetzt mittlerweile so viele Züge rein und rausfahren, dass wir schauen müssen, dass wir da nicht den Überblick verlieren. So, haben wir das auch. Okay, das heißt, wir könnten rein theoretisch anfangen, Lebensmittel hier abzugreifen und auch in die andere Stadt zu bringen. Das ist natürlich jetzt tendenziell eine schlechte Idee, weil wir hier auch noch nicht so viel haben, dass wir mit hinkommen. Jetzt hat einer im Chat vorgeschlagen, ich weiß gerade gar nicht wer, dass ich hier auch einen Zug nehmen sollte. Und der Vorschlag hat auch Sinn gemacht, aber ich würde gerne nicht nur Züge bauen. Und das ist für mich der Grund, dass wir jetzt hier eine Landstraße, erstmal eine mittlere Landstraße rüberziehen. Kann ich das hier upgraden? Ja, das geht. Wunderbar. Und jetzt hier eine Landstraße unterziehen. Die hier für 1 Million, wenn ich mich nicht irre, oder 1,3 Millionen hier durch den Berg durchfährt und uns hier anknüpft an die Bäckerei. Machen wir das auch schon. Können wir ruhig immer so ein bisschen machen, dass wir die Straßen hier ein bisschen upgraden. Wir sind ja mittlerweile jetzt im Jahr 1928, kurz bevor die Autobahn erfunden wird. Und da können wir schon hier ein bisschen mehr vernünftig investieren. Eine Plattform reicht und die sollte 30 lang sein. Und jetzt setzen wir hier auch eine hin und machen mal ganz kurz. Hier hatten wir Lübeck, richtig? Ja. Okay, neue Linie. Zack, zack. Lübeck, LKW, Getreide. Und jetzt will ich hier eine LKW-Linie aufbauen. Ich werde die Autos hier drüben spawnen lassen, da es da hinten schon ein bisschen was losgeht, bis wir mit den ersten Fahrzeugen da sind. Und jetzt nehmen wir vielleicht 3 am Anfang und schauen erstmal, wie das Ding anläuft. Manchmal dauert das nämlich, es springt schon an. Sehr gut, wenigstens langsam geht's los und hier kommen die ersten Einheiten an und die LKWs sind schon unterwegs und sukzessive werden wir da jetzt mehr LKWs draufhauen und dann natürlich auch die Straße verbessern. Das ist cool. Ab geht die Post hier durch unseren
unheimlich wirkenden Tunnel ohne Rettungstüren, aber die gab es wahrscheinlich 1928 noch nicht. Damit muss man dann wohl leben, dass man hier sein Leben für den industriellen Fortschritt opfert. Na, das sieht auf jeden Fall entspannt aus, dafür, dass er hier nicht rauskommt, wenn alles einkracht. Naja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich den Tunnels im Jahr 1928 so vertraut hätte. Aber das sei mal dahingestellt. Gut, jetzt haben wir das auch. Hier sind auch schon 22 Einheiten. Das heißt, die jetzt gleich hier ankommen, sind schon gar nicht in der Lage, das alles abzudecken, was wir da jetzt bekommen. Das heißt, wir duplizieren da jetzt auch einfach mal schon mal ein, zwei, die jetzt hier hinten losfahren, um das Ganze auch ein bisschen auseinanderzuziehen. Und dann können wir die Züge, die aktuell, glaube ich, auf 50 km/h begrenzt sind, natürlich auch noch upgraden, sodass wir auch von hier mehr rausholen können. Wir sind hier erst bei 76% Abtransport. Das heißt, auch da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, wo gemerkt. Aber das ist dann ein zukünftiges Thema. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Zug, der unsere Lebensmittel da hochbringt. Und hier ist natürlich auch noch nicht doppelspurig. Hier können wir schon mal eine vorgemerkte Strecke machen, dass ich weiß, dass wir hier auf lange Sicht noch zweispurig werden wollen. Machen wir das mal kurz bis hier. Und jetzt gehen wir mal kurz hier rein. Und erlauben hier kurz das Übersetzen. Wunderbar. Jetzt ist nicht, brauchen wir jetzt einen super schnellen Zug, ist die Frage. Ich denke nicht. Also, ich glaube, wir bleiben bei dem für 2 Millionen erstmal noch. Den hier meine ich. Und jetzt packen wir da auch nicht übertrieben viel dran, sondern nehmen einfach mal 24 Tonnen Lebensmittel. Das müsste eigentlich schon reichen. Und jetzt brauchen wir hier unseren Zug Lebensmittel. Wunderbar. Der dürfte auch direkt losfahren, glaube ich. Da ist Brot. Ah, nee, er fährt noch nicht los. Er dürfte aber jetzt gleich, wenn der steht, müsste der losfahren können. Glaube ich. Ja, super. Funktioniert. Streckenführung vom Experten, würde ich sagen. Okay, und der fährt jetzt auch schon wieder los, weil der schon von der Strecke weg ist. Wunderbar. Jetzt natürlich die Frage, wann der hier seine erste Einheit Brot bekommt. Das dauert wahrscheinlich. Ah, da ist sie schon. Jetzt ist er gerade losgefahren und jetzt taucht ihr das erste Brot auf. Lassen wir ihn mal ein paar Meter losfahren und dann drehen wir ihn um. Und hier kommen auch schon die ersten Fahrzeuge mit erweitertem Getreide an. Das heißt, jetzt hier dürfte wieder was ankommen. Schauen wir, ob das klappt. Zack, und die bringen sogar 20.000 pro Fahrt, ne? Und hier hinten liegen schon 86. Wenn das nicht mal heißt, kopier mich, dann weiß ich es auch nicht. 1, 2, 3. Hauen wir mal noch drei weitere Fahrzeuge drauf. Und dadurch, dass die auch immer so einen ganz kurzen Stopp hier haben, wird sich das jetzt auch auseinanderziehen und hier auf die ganze Strecke verteilen. Dann haben wir hier 5 Millionen LKWs, die hier mit den Getreidelieferungen hin und her fahren. Okay, und dann gucken wir mal, wie viel wir da jetzt rausbekommen. Ist mit Sicherheit nicht das Effizienteste, aber ich will unbedingt auch andere Verkehrsmittel nutzen als nur die Züge. Und die LKWs werden ja auch modernisiert, schneller und größer. Also das kommt ja dann auch noch dazu. Okay, wie sieht's hier aus? Was holt da? Das war der Lebensmittelzug, den ich nicht hab. Wieso steht der jetzt hier? Ah, jetzt haben wir schon die ersten Probleme hier. Aber die Gleissignale funktionieren, aber natürlich nicht super effektiv, weil wir jetzt hier einen Zug haben, der wartet. Er fährt jetzt rein, jetzt fährt der Zug wahrscheinlich bis zum nächsten Signal und dann fahren die Züge wieder aneinander vorbei. Also ich bin schon glücklich damit, dass das hier funktioniert. Auch wenn es nicht hundertprozentig perfekt ist. So, der dürfte jetzt hier stehen bleiben und der fährt vorbei. Ja, und guckt euch an, solche Nadelöhre muss ich jetzt verhindern, dass wir hier eine so eine kleine Linie hier haben. Und die das hier bedient und die hier das bedient. Das geht nicht, das müssen wir umstellen. Aber das machen wir zu Beginn der nächsten Folge. Jetzt fährt er hier erstmal zurück und holt wieder Lebensmittel. Und ich denke mal, hier stehen auch schon, ja, die ersten vier Einheiten. Also ein bisschen was kommt schon rum. Und die Zug, ist die Linie hier schon positiv oder bin ich hier noch im Negativen? Nee, die verdient schon 8.000 aktuell. Aber das dürfte auch jetzt gleich zunehmen, je weiter die fahren. Okay, ansonsten läuft es ganz gut. 10 Millionen auf dem Konto. Das heißt, wir könnten auch mal vielleicht die ersten 3, 4 Millionen zurückzahlen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Und verringern mal ganz kurz ein bisschen unseren Kredit. Das können wir ruhig machen. Und sind jetzt schon wieder runter auf 17 Millionen. Das senkt natürlich auch die Zinsen und erhöht unsere Einnahmen. Und irgendwann wollen wir auch mal schuldenfrei sein.
In der nächsten Folge habe ich mir jetzt auch mal vorgenommen, neben dem Ganzen, was wir jetzt hier machen, irgendwo müsste ich hier noch mein Dingens haben. Ich weiß gar nicht, wo ich es finde. Doch, da. Nein. Ich muss überlegen, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Bin ich denn blöde? Ha, Hauptquartier. Wir müssen noch unser Hauptquartier bauen. Das heißt, wir müssen uns noch dafür entscheiden, in welcher Stadt unsere Metropole sein wird. Wir haben natürlich mit Ingolstadt angefangen als Stadt. Hier unten ist sie irgendwo, da. Lübeck war zwischenzeitlich mal unser Glanzstück, aber ich glaube, das schwächelt aktuell ein bisschen. Pinneberg ist mittlerweile wesentlich stärker schon gewachsen. Müssen wir mal gucken. Und auch Ingolstadt ist wieder groß. Also ihr könnt gerne Vorschläge machen, wo wir denn unsere Metropole hinsetzen sollen. Und dann schauen wir mal, dass wir das in der nächsten Folge auch noch gedeichselt bekommen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Und wir drehen jetzt mal richtig auf, weil geldtechnisch machen wir langsam richtig, richtig, richtig Profit. Und jetzt macht's auch Spaß. Bis dahin.